Hallo ihr Lieben, heute freue ich mich besonders, dass ich euch so ein tolles Modell vorstellen darf, nämlich Dagmars neues Modell, die Herbstzeitlose. Ich finde es sehr gelungen, eine ganz tolle Mischung aus zwei Garnen, die ich euch gleich vorstelle. Ein rundpassend Top-Down-Modell, erstmal glatt runtergestrickt und anschließend je nach Lust und Laune bestickt. Ganz einfach. Freestyle hat die Dagmar geschrieben. Freestyle. Also, und zwar, wir sind ja so begeistert von der neuen Pinta, die wir seit dieser Saison haben. Ein wunderschönes Garn von Pasquali, eine Mischung aus 60 Merino Extra Fein, 20 Maulbeerseide und 20 Rami. Alle Garne von Pasquali sind ja immer zertifiziert, also Organic Merino. Wunderschönes Garn, natürlich zum Solo verstricken. Man könnte es auch für Socken hernehmen. Aber wir dachten uns, wir könnten es ja jetzt mal ein bisschen kuscheliger vertragen und mischen da noch was rein. Es gibt also eine sehr schöne Farbpalette. Genau, eine Aufnahme. Also tolle Farben. Und wir haben was für euch vorbereitet, nämlich ein paar Garnvorschläge. Ihr habt mal wieder so viele Möglichkeiten, aber wir wollten sie jetzt mal ein bisschen begrenzen. Und zwar, es ist zweifädig verstrickt in Pinta mit Mohair Seide. Wir haben es aus der Julie gemacht. Entschuldigung, ihr merkt, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir fangen jetzt nicht nochmal an, weil beim nächsten Mal würde ich es wahrscheinlich auch nicht ohne Husten hinkriegen. So, also, das Original ist die Pinta in der Farbe Burgund 115 zusammen mit der Julie in Rubin. Dagmars Grundidee war eigentlich, das Ganze mit dem Tolematin Mohair zu machen, dass man eben so mit diesem einfarbigen Pintagarn noch so dieses handgefärbte Mohair reinkriegt, das dann so im Ganzen verstrickt ist und wo natürlich diese Blüten auch sehr schön rauskommen. Aber ihr wisst ja, auch Julie von Soie Elaine ist ja auch so ein bisschen semi-solid gefärbt. Ihr habt also auch so einen schönen so ein schönes Farbspiel drin. Und die Blumen wirken also auch toll, entweder wenn ihr es ganz so macht oder natürlich so zusammen verstrickt. Und die Blüten sind auch mit den beiden Garnen zusammengestickt. Wäre also beides sehr schön. Also die Dagmar hat es im Grunde so gedacht, aber die Lieferung kam so spät. Ja, also das wäre jetzt mal so unsere Farbkombination. Sehr schön wäre es natürlich auch mit diesem Lün von Tolematin Kitzilk. Also das wären mal so die Grundgarne. Ihr braucht für alle Größen, wir haben es von S bis XXL gerechnet, braucht ihr 6. Das ging nämlich ganz knapp aus mit der kleinen Größe. Aber wir wollten nicht 5 schreiben, weil es wirklich so ein Stück Faden übrig geblieben ist. Also ihr braucht 6 plus 3 in dem Mohair. Und jetzt zeige ich euch einfach noch ein paar Farben. Ah ja, was wir auch dachten, was schön wäre, wäre die, das ist der rosa Pfeffer, genau, der rosa Pfeffer zu diesem Rubin dazu. Könntet ihr auch gut machen. So, jetzt aber zu den anderen Farben. Wer es ein bisschen ruhiger, naja, wobei so ruhig ist es gar nicht, also wer es ganz ruhig möchte, der könnte die Farbe 121 mit Julie 100 mischen. Sehr schön wäre auch dieser steinige Naturton von der Pinta dazu. Die 123 mit dem Kit wäre sicher auch schön, weil da kriegt ihr auch wieder eben so ein bisschen Leben durch diese Semi-Solid hier rein. Und wer es nicht ganz so ruhig haben möchte, der nimmt dieses Grimm V2 dazu. Kann ich mir sehr gut vorstellen, auch dann so für die Blumen. Das wäre klasse. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr den Whisper gemacht habt und noch einen Rest übrig habt, ihr braucht nämlich 100 Meter für die Stickerei, hat Dagmar extra alles berechnet. Da
dann könntet ihr da auch noch Restchen von eurem Whisper-Pulli mit zum Sticken hernehmen. Also das wäre jetzt hier mal die ruhigere Variante. Dann haben wir natürlich eine sehr schöne Rosé-Variante mit der Pinta 113. Entweder mit der Julie in Blossom oder mit der Orchidee von Tolle Matin. Oh, sehr süß da mit den Blumen. Schön. So, ich mache mal weiter. Dann haben wir so ein bisschen dunkleren Grundton. Das wäre die 111. Wäre sicher sehr schön mit dem Heli. Oder wir haben hier mal ein bisschen stärkeren Kontrast, die Mauve von der Julie dazu genommen. Also da gibt es so tolle Kombis, ich könnte mich, glaube ich, ganz schwer entscheiden. Wir haben natürlich auch was Blaues gemacht. Also wir haben einmal das dunkle Blau, die 115 mit dem Mitternacht. Stelle ich mir auch toll vor. Oder die Ciel dazu, ein bisschen bunter. Und das Ganze könnte man natürlich auch hier mit dem hellen Blau der 101 machen. Also es gibt wirklich wunderschöne Farben von der Pinta, die sich so toll mit diesen handgefärbten Mohairs kombinieren lassen. Dann für die warmen Beige-Typen, Beige-Ton-Typen, haben wir die 122. Mit, ja, erstmal die ruhige Variante mit dem Sand. Sieht bestimmt sehr edel aus. Die mittelruhige Variante mit dem Menhir. Oh ja, das sieht auch toll aus. Sehr schön. Wir könnten natürlich auch hier den so machen. Ja, wir bleiben jetzt mal. So, und wer es dann nicht ganz so ruhig möchte, der könnte das 70s dazu nehmen. Wäre nämlich auch perfekt zu diesem Ton, und die haben ja dann einfach so diese schönen bunten Einschlüsse. Wäre so mit den Blümchen dann auch sehr süß. Ja, dann machen wir mal weiter. Das war das Original, das hatten wir. Dann mache ich mal hier drüben weiter, weil das sicher auch sehr fein in diesem dunklen Ton aussieht, nämlich die 119, dieses Braun zusammen mit dem Chaudron. Kommt bestimmt super raus, wer es ein bisschen ruhiger möchte. Aber ihr seht ja, hier ist auch Leben drin. Das wäre dann das schöne Ebenholz von der Julie. Dann haben wir noch die 109 zusammen mit dem Connor. Oh, das ist auch perfekt, perfekt. Oder mit dem schönen Bergsee von der Julie. Ja, schwierige Entscheidung. Dann, ihr wisst ja, wir drehen das Video immer einen Tag vorher. Es gibt einen sehr schönen Pinta-Ton von der, in der Farbe Krokus. Ich habe jetzt hier mal so einen kleinen Platzhalter hergelegt. Und den könnte man nämlich auch super mit dem Ciel kombinieren, weil da auch so ein bisschen Lila mit drin ist. Und apropos Fleur, für alle, die kein Mohair vertragen, könnt ihr natürlich dieses wunderschöne Baby Brush Suri mit Seide gemischt nehmen. Das sind 25 Gramm Stränge, hat dieselbe Lauflänge und ihr braucht dann statt 3 6 Stück. Und da haben wir ja auch die ganze tolle Farbpalette von Swahelen. Das könnt ihr also auch alles machen. Ja, also da bin ich jetzt wirklich gespannt, was ihr euch aussucht. Weil da gibt es sicher ein paar sehr schöne Herbstzeitlose. Ich stehe nochmal auf. Habe ich sonst alles gesagt? Nee, wahrscheinlich nicht. Also die Herbstzeitlose braucht 6 plus 3. Sie ist gestrickt mit einer 4er Nadel, geht also gut voran. Rundpasse alles in einem Stück. Ich darf sicher sagen, es ist nicht schwierig zu stricken. Und wir haben euch dann einfach mal so ein Detailbild noch gemacht von der Stickerei. Also die Dagmar hat das wirklich so absichtlich einfach gehalten. Wirklich einfach drauf lossticken. Wir haben jetzt auch keine Stickstiche erklärt, weil es ist einfach nur im Kreis mit diesem doppelten Faden gestickt. Und ihr könnt einfach mal... Komm mal wieder. Ja, komm mal wieder.
Wir haben es auch so asymmetrisch gemacht. Also Freestyle, hat die Dagmar gesagt. Einfach Freestyle sticken. Macht Spaß. Ihr könnt ja mal sagen, boah, ich mache nur 10 Blümchen rein. Ihr werdet merken, dass ihr dann sagt, oh, da mache ich noch eins hin und hier mache ich noch eins hin und da. Und man kommt da sehr schnell in den Blümchenrausch. Also es macht Spaß und es ist einfach und es ist wirklich ein kuscheliger, schöner Pulli. Also, viel Spaß beim Aussuchen. Anleitung gibt es natürlich immer wieder kostenlos dazu. Einzeln gibt es nicht, nur mit der Wolle. Ihr könnt euch natürlich auch andere Garne aussuchen.